In Jena buhlen das Südbad am Schleichersee und das Ostbad am Jenzigfuß um die Gunst der Gäste. Die haben somit die Qual der Wahl. Die Freizeittester Jessica und Philipp wollten das genauer wissen. Und zack war die Idee für den Zukunftsnah-Bädercheck geboren. Die erste Kategorie drehte sich dabei natürlich um das Wasser an sich. Also ging's schwupps rein in die Badesachen und zunächst im Südbad ab ins kühle Nass. An einem richtig warmen Tag ist eine angenehme Wassertemperatur schließlich das A und O. Der Schleichersee überzeugte dabei schon mal. Es war relativ angenehm, es war nicht zu kalt. Wir hatten ja eine Wassertemperatur von 24 Grad. Es war trotzdem ja, sehr erfrischend. Die schöne Abkühlung, angenehm. Im Ostbad empfiehlt sich ein kurzer Gang unter die Dusche, bevor es ins Becken geht. Danach war für Jessica und Philipp im Schwimmbereich, im Vergleich zum Südbad, zwar deutlich weniger Platz. Seinen Zweck erfüllte das Abtauchen im 1 Grad wärmeren Becken, aber allemal. Das Wasser war beim Ostbad auch sehr erfrischend. Es war 25 Grad und ja, es ist natürlich immer schön im Kühlen, nass bei der Sonne, sich zu erfrischen, ja. Also ich habe auch keinen Temperaturunterschied gemerkt. Das Wasser war perfekt hier. Nicht zu kalt, aber eine schöne Erfrischung. Doch beim bloßen Schwimmen und Planschen belassen es die wenigsten. Auch Jessica und Philipp ging es da nicht anders. Also begann die Suche nach der zweiten Testkategorie, dem Fun-Faktor. Der Fokus im Südbad fiel dabei auf das Podest im Herzen des Sees. Ein Geheimtipp ist die Sprungbühne aber nicht. Naja, es war schon relativ eng. Es waren viele Kinder da. Aber man findet natürlich einen schönen Fleck, um ins Wasser reinzuspringen. Macht schon Spaß. Du selbst bist auch gesprungen oder hast dich nicht getraut? Doch, ich bin auch reingesprungen. Das ist natürlich das Beste daran, dass man auch mal eine schöne Abkühlung hat. Auch im Ostbad gibt es die Möglichkeit, mit einem beherzten Sprung für Abkühlung zu sorgen. Den Spaßfaktor oben hält aber nicht der Startblock, sondern vielmehr eine silberne Buckelpiste mit Überbreite am anderen Ende des Beckens. Also ich finde die Rutsche super. Das ist nochmal ein zusätzlicher Gaudi, den es halt im Südbad nicht gibt. Aber da gibt es auf alle Fälle hier von mir einen Pluspunkt im Ostbad. Ja, die Rutsche macht schon Spaß, klar, ist immer ein Highlight da zu rutschen, auch die Breite, da passen viele mit drauf und die ganze Klasse kann runterrutschen so ungefähr und ja, macht schon Spaß. Damit aus einem Freibadausflug ein ganzer Badetag werden kann, braucht es allerdings auch Angebote abseits der Schwimmfläche. Da spielt natürlich die Gastronomie mit rein, aber nicht nur Pommes, Snacks, kühle Getränke und Co. entscheiden über die Dauer des Freibadbesuchs. Es muss auch genügend Platz zum Ausruhen da sein. Auf der Suche nach der Testkategorie Entspannung wurden Jessica und Philipp im Ostbad recht schnell fündig, trotz des Lärms rund um das Schwimmbecken. Dahinter ist eigentlich eine große Hecke, wo man auch Ruhe findet, wo der Lautstärkepegel ein bisschen gedämpft ist, wo man sich auch mal in Ruhe hinlegen kann und entspannen kann und die Sonne genießen kann. Wie schwer war es, das Plätzchen zu finden? War jetzt nicht weiter schwer. Es gibt mehrere Bereiche hier, wo man auch wirklich mal zur Ruhe kommen kann. Es ist ein sehr großer Bereich des Ostbades und da kann man hier wirklich immer ein Fleckchen Ruhe finden. Weitaus ruhiger war es da im Südbad. Dort hatten die beiden Freibadtester nicht nur mehr Platz, sondern sogar die Qual der Wahl, auf welchen Untergrund sie sich legen. An den Strand oder auf die Grünfläche. Man hat Schatten, große Bäume. Man kann sich eigentlich ein schönes Plätzchen raussuchen. Man hat vielfältige Möglichkeiten, sich hinzulegen und zu entspannen. Ja, ist für jeden was dabei, finde ich auch. Ich mag das auch sehr gerne im Südbad, dass man da wirklich vielseitige Möglichkeiten hat zum Liegen oder auch in den See zu springen. Weil Jessica und Philipp aber nicht die gesamte Zeit nur im Wasser oder auf den Liegeflächen verbringen wollten, ging es auf zur Testkategorie Sportmöglichkeiten. Also tauschten sie kurzerhand ihren Platz am Strand gegen Spielflächen mit Netz und Ball. Ich fand das Beachvolleyballspielen ganz schön, das macht immer viel Spaß, man ist auch ein bisschen im Sand und ja, kann sich da ein bisschen sportlich betätigen. Also mir hat das Tischtennisspielen ein bisschen besser gefallen, ist nicht ganz so anstrengend, man ist ein bisschen im Schatten. Bei den hohen Temperaturen, ja, ist es ein bisschen angenehmer. Diese beiden Sportmöglichkeiten bietet auch das Ostbad, wo es allerdings nur einen Beachvolleyballplatz gibt. Wenn der schon belegt ist, findet sich aber irgendwo auf dem Rasenplatz für Ballsportarten. Im Vergleich zum Schleichersee mit seiner Kleinkindbadelandschaft ist im Ostbad das Spiel- und Kletterangebot für die Kleinen etwas größer. Spielplätze sind vorhanden, auch ein kleines Becken für die Kinder, dass die nicht mit in dem Großen rumspringen müssen. Also da ist schon viel geschaffen auch, ne? Auch für Erwachsene oder für Größere ist eigentlich wirklich für alle was dabei. Gleich in beiden Testobjekten ist der Sicherheitsaspekt. Rund ein Dutzend Schwimmmeister plus Rettungsschwimmer sind in Süd- und Ostbad für den Fall der Fälle da.
Eine 3-jährige Schulung mit anschließender Weiterbildung, regelmäßige Auffrischungskurse und Fitness müssen Roberto Röttger und seine Kollegen für ihre Arbeit vorweisen. Doch mit der bloßen Aufsicht während der Öffnungszeiten ist es nicht getan. Früh geht's los hier, dass wir die Anlage durchgucken, zum Beispiel Filter wechseln, die Wasserproben machen, nach der Lufttemperatur, Wassertemperatur schauen, ja, und ob irgendwo in der Anlage irgendwelche Schäden über Nacht entstanden sind. Und erst danach beginnt der Dienst am Rande des Schleichersees oder des Ostbadbeckens. Der eine ist größer, dafür ist das andere meist voller. Den Überblick müssen die Schwimmmeister trotzdem behalten. Da liegt der Verdacht nahe, dass mehr Zwischenfälle passieren, wenn richtig viel los ist. Ja, eigentlich nicht. Da haben die Leute nicht so viel Platz. Gerade wenn wenig Badegäste da sind, da passiert eigentlich mehr. Weil da ist Platz zum Rumblödeln, hier rum auf der Rutsche zum Beispiel. Jetzt müssen sich alle wieder zusammenreißen, weil jeder auf den anderen mit aufpasst. Der Freibad-Testtag für Jessica und Philipp näherte sich langsam aber sicher dem Ende. Recht ausgeglichen waren beide Bäder bislang im Vergleich. Durch den Rutschen-Pluspunkt hatte das Ostbad aber leicht die Nase vorn. Doch dann fiel Jessica noch ein Bonusaspekt für das Südbad ein, die Gastronomie. Im Südbad hat man halt noch den Vorteil mit dem Strandschleicher, was halt wirklich als Cocktailbar auch mit dient, wo man auch ein bisschen länger dann noch sitzen kann. Und damit gleicht der Schleichersee wieder aus. Auch der Eintritt ist bei Ost- und Südbad identisch. Wie lautet nun also das Fazit im Bädertest? Ja, dann würde ich schon sagen, dass das Ostbad eher so das Actionbad ist für die jungen Leute, für die Jugend, gerade durch die Rutsche und durch die Startblöcke. Und ja, hier ist einfach auch ein bisschen lauter. Und ich würde sagen, das Südbad ist eher so das Bad zum Chillen, vielleicht auch eher geeigneter für Familien. Man hat ein bisschen mehr Ruhe, man hat noch mehr Platz. Man hat ja auch viel Schatten, man hat den Sandstrand, wo kleine Kinder spielen und buddeln können. Ja, also einmal Chillbad und einmal Actionbad. Es gibt im Freibädertest also keinen klaren Sieger. Die Abwägung Action oder Entspannung entscheidet, wo der Jenaer Freibadgänger am besten hingeht. Wen es häufig ins kühle Nass zieht, kann mit einer Jahreskarte viel sparen. Und weil die sogar für beide Bäder gilt, können sich Action und Entspannung problemlos abwechseln.